der sich einfach aus dem Stegreif über meine Situation äußert. Und was mich viel mehr ärgert, abgesehen davon, dass er sagt, dass bei Johannes B. Kerner in der Sendung meine Tränen gespielt waren und er hat meine Augen, meine Gestik beobachtet und hat gesagt, kein Mensch kann praktisch weinen und sich nach 2 Minuten wieder fangen und normal weiterreden. Aber erstmal denke ich, hat das jeder von uns schon mal erlebt, ob das im Büro war, in der Schule war oder auf einer Party, dass man aus irgendeinem Grund geweint hat, dann hat man sich zusammengerissen, man wischt sich die Tränen weg und dann sagt man, ist schon gut und dann fängt man an, einfach alles so ein bisschen zu überspielen. Ich denke, das ist sowieso eins der normalsten Verhalten bei jedem Menschen. Und die Frage ist ja in der Tat, hat Frau Feldbusch... Nein, froh. Ich habe das Thema geklärt. Dieter Bohlen hat heute alles zugegeben und für mich ist damit die Akte